So, wir sind jetzt hier auf der Durchfahrt, der nordwestlichste Flecken von Texas. Und hier gibt es die Guadalupe Mountains National Park. Da werden wir nur eine kurze Stippvisite machen und dann weiterfahren über El Paso an der mexikanischen Grenze wieder zurück Richtung Las Vegas. Und dieser Park hier ist einer der am wenigsten besuchtesten von den ganzen USA. Sagt zumindest der Reiseführer, mal schauen, was uns da erwartet. Wir werden jetzt erstmal zum Visitor Center fahren, das ist direkt hier vorne. Und dann gibt es eine kleine Stichstraße in den Park hinein. Die fahren wir dann und dann machen wir auch noch eine kleine Wanderung. Ja, und dann müssen wir leider schon wieder weiter. Ja? Wir gehen diesen wirklich kurzen Trail. Das hat auch einen historischen Hintergrund. Hier ist früher eine 2700 Meilen lange Pferdekutschenfahrt zwischen St. Louis in Missouri und San Francisco in Kalifornien durchgegangen. Und die haben dafür 25 Tage benötigt und haben unter anderem auch 12.000 Briefe transportiert, jeweils 9 Personen Gepäck und 12.000 Briefe. Vor dieser Zeit wurde das per Schiff rund um Südamerika von West nach Ost geliefert. Und mit diesem Nationalpark können wir leider nicht wirklich erkunden, weil das ein reiner Wander. Wenn wir mal eine Reise nach Texas machen, nehmen wir uns den mal intensiver vor. Hier gibt es auch einen Campground, vermutlich nur einen Zeltplatz. Man kann auch hier nicht weit reinfahren. Ja, das hier sind die Überreste von dem Stagebussen. Und remember boys, nothing on God's earth must stop the United States mail. John Butterfield's instructions to his drivers. So, ist wirklich nur eine ganz kurze Stippvisite, die wir hier gemacht haben. Aber trotz allem interessant, oder? Mein Schätzchen? Ja.